Hallo Kackbratzen. Man stelle sich vor, man ist ein Spieleentwickler und man hat die großartige Idee, das klassische Asteroid mit RPG-Elementen aufzubritzeln, um dann eine Art Diablo im Weltall zu erschaffen. Und um das Gesamtpaket perfekt zu machen, packt man noch einen Online-Mehrspieler-Modus in den Topf. Leider ruft dann der Konsolenhersteller an und erklärt einem, dass leider die Online-Komponente der Konsole noch nicht fertig ist und so muss das ganze Projekt umgekrempelt werden. So erging es dem Entwicklerstudio Metro 3D, das mit ihrem Armada im Jahr 1999 die Welt bzw. Dreamcast-User mit einem Mehrspieler-Asteroid-Rollenspiel beglücken wollte. Aber leider hat Sega einen ziemlich großen Strich durch die Rechnung gemacht. Heraus kam dann ein Spiel, das weit entfernt von der ursprünglichen Idee war. Anstatt spannende Online-Kämpfe wurde das Spiel von fast immer gleichen Missionen mit dem immer gleichen Gameplay-Loop geplagt. Und das ist so furchtbar schade, denn auf dem Papier klang die Idee ja ganz gut. Denn wer möchte denn bitte nicht mal einen schönen Mix aus Asteroid und Diablo zocken? Anstatt durch Dungeons fliegt man eben durchs All und schlachtet sich durch jede Menge Aliens. Das wäre eingeschlagen wie eine Bombe. Aber auch wenn Armada am Ende nur ein Schatten seiner selbst wurde, war es wirklich ein schlechtes Spiel. Obwohl Armada nicht jedermanns Sache ist, ist es ein einzigartiges, unterhaltsames und originelles Stück Software. You can imagine the celebration on Earth when finally we received the first proof of something out there. Wir befinden uns mehrere tausend Jahre in der Zukunft. Die Menschheit musste vor langer Zeit die Erde verlassen, da ein großer Asteroid im Begriff war, alles Leben auszulöschen. So zogen sie aus und besiedelten das All und über die Jahre hinweg entwickelte sich die Menschheit je nach Lebensraum weiter. Das Problem war nur, dass sich die verschiedenen Rassen sich nicht mehr so gut riechen konnten, aber das sollte sich eines Tages schlagartig ändern. Irgendwo aus den Tiefen des Raums tauchte plötzlich eine biomechanische Lebensform auf, die ihrerseits nun das Leben in der Galaxie auslöschen möchte. Die restlichen Überlebenden der unterschiedlichen menschlichen Rassen rotteten sich nach all den Jahren wieder auf der Erde zusammen, um nun gemeinsam gegen die außerirdische Bedrohung zu kämpfen. Allein von der Idee klingt die Story nach einer großartigen Weltraumoper. Leider wurde die Prämisse in eine einfache und eher durchschnittliche Geschichte zusammengedampft, in der eher Kämpfe und nicht die Story im Vordergrund stehen. Es gibt dank der zahlreichen Spezies auch subtile Anspielungen auf Rassismus, aber leider erweitert das Spiel die Handlung nicht darüber hinaus. Es gibt keine Wendungen oder gar ein Ende der Geschichte. Man kämpft sich durch die Aliens, ohne dass sich irgendetwas Neues entwickelt. Well done. Zu Beginn wählt man sich eine Rasse und während in einem Diablo die Spezies einen Unterschied im Gameplay machte, könnte die Wahl in Armada nicht egaler sein. Man beginnt mit vielen anderen Mitstreitern auf dem einstigen Heimatplanet und macht sich auf, den Aliens kräftig in den Arsch zu treten. Die Erde ist Dreh- und Angelpunkt einer jeden Mission, oder wenn man mal wieder ins Gras beißt. Ihr solltet hier auf alle Fälle die Grafik genießen, solange ihr könnt, denn in den Tiefen des Alls könnt ihr von so viel Pixelvielfalt nur noch träumen. Press the Y-Button to activate shields, if you wish to survive in intense combat. In der Basis kann man auch mit anderen Bewohnern des Planeten sprechen, um mehr Einblick in die Geschichte zu bekommen. Und hier gibt es tatsächlich ein wenig Tiefe hinsichtlich der politischen Ansichten der Charaktere. Es gibt sogar einige Bewohner, die den dauernden Krieg tatsächlich in Frage stellen und ob es wirklich nötig ist, diese außerirdische Lebensform komplett auszulöschen, während andere der Meinung sind, dass nur ein totes Alien ein gutes Alien ist. Warriors, come to me and bring death to the enemy. Die Spielmechanik kann sich etwas seltsam anfühlen, aber man gewöhnt sich schnell daran. Gespielt wird wie im klassischen Asteroid aus einer Top-Down-Perspektive und somit lenkt man sein Raumschiff durch eine 2D-Ebene. Beschleunigt man mit den Trigger-Tasten sein Schiff, wird ein wenig Energie verbraucht, die sich in der Ruhephase wieder regeneriert. Was bei einem Weltraumshooter nicht fehlen darf, sind natürlich Waffen. Zur Verfügung steht natürlich der 0815 Blaster und Neutronenbomben und einige Schilde, um den Schaden gering zu halten, aber auch um Energie wiederherzustellen. Gekämpft wird nicht nur auf dem Planeten, sondern natürlich auch im Weltraum. Etwas schade ist, dass man mit Animationen und Zwischensequenzen sehr, sehr spärlich umgegangen ist. Ehrlich gesagt gibt es nach dem Intro nicht viel zu sehen. Aber dafür hat man sich darauf konzentriert, dass das Gameplay ultraflüssig auf den Bildschirm gezaubert wird, auch wenn man es mit einer größeren Anzahl an Feinden zu tun hat. Was mir allerdings komplett schleierhaft ist, ist, warum man 12 Pfund Weltraumnebel in das Spiel eingebaut hat. Mag ja sein, dass das der Atmosphäre hilft, aber Nebel im Weltraum?
Sehr interessant ist aber, wie sich die Feinde verhalten. Auf seinen Missionen trifft man wenig überraschend auf eine Vielzahl an Gegnern. Doch je weiter man sich von seinem Planeten entfernt, desto härter werden die Feinde. Auf der anderen Seite gibt es dafür aber mehr Erfahrungspunkte. Wer dieses Risiko eingeht, wird nicht nur schnell im Level aufsteigen, sondern kann natürlich auch sein Raumschiff schneller aufrüsten. Für ein missionsbasiertes Spiel bietet Armada leider nicht allzu viel Vielfalt. Generell sind es die typischen Aufgaben wie Zerstöre Ding A, erobere Planet C und versorge Raumbasis Banane mit Nachschub. Auch die Invasionsmissionen gegen die Kreaturen sind nicht wirklich befriedigend und irgendwie ist es schade, dass man vergeblich die ganze Zeit auf einen originellen Bosskampf wartet. Stattdessen wird man meist gegen die immer gleichen Kreaturen kämpfen, die durch das Weltall schweben. Sehr seltsam ist auch das Design des Schwierigkeitsgrads. Mal muss man gegen einen großen Boss kämpfen, den man mit Leichtigkeit eine Trachtprügel verpasst und dann fickt einem ein anderer Boss nebst seinen Leibwächtern dann plötzlich so hart, dass er uns ohne mit der Wimper zu zucken zu Staub schießt und uns definitiv die Hölle heiß machen wird. Danger, low armor. Aber das wirklich Merkwürdigste am ganzen Spiel ist, dass es wie erwähnt kein wirkliches Ende gibt. Man erledigt eine bestimmte Anzahl von Missionen, kämpft am vermutlichen Ende gegen einen richtig großen Boss und man kehrt zur Basis zurück. Aber anstatt eines grandiosen Abspanns gibt es nichts. Man wird stattdessen aufgefordert, sofort die Basis zu verlassen und bis in alle Ewigkeit gegen den außerirdischen Abschaum zu kämpfen. Man könnte sich vielleicht damit zufrieden geben und bis zum Nimmerleinstag Kreaturen killen und im Level aufsteigen, wie in jedem anderen Rollenspiel. Denn es warten ja noch weitere und noch viel schwierigere Missionen auf den Spieler. Aber es ist so eine elendig langweilige Tortur, da es immer der gleiche Käse ist. Noch dazu ist es verflucht schwierig, überhaupt im Level aufzusteigen. Nicht aber, weil die Feinde vielleicht so unfassbar schwierig sind, sondern weil man unendlich viele Gegner ins Jenseits pusten muss, womit das Spiel zu einer stumpfsinnigen Arbeit ausartet. Stundenlang fliegt man durch den Raum und versucht im Level aufzusteigen, um endlich stark genug für eine schwierigere Mission zu sein. Nur um festzustellen, dass dann dahinter abermals die immer gleiche Gameplay-Schleife auf einem wartet. Bis in alle Ewigkeit. Wie vorhin erwähnt, hat man die Möglichkeit, sein Schiff aufzurüsten, sofern man fleißig Gegner eliminiert. Das Problem ist nur, dass die meisten Ausrüstungsgegenstände komplett nutzlos oder maximal wenig hilfreich sind, um die Aliens in Schach zu halten. Die wirklich guten Sachen gibt es erst, wenn man ein wirklich hohes Level erreicht. Aber wie gesagt, wartet auf euch eine unfassbar langweilige und immer gleiche Gameplay-Schleife und man kann sich wirklich fragen, ob dieser Stress überhaupt den Aufwand wert ist. Ich weiß, dass bislang das Spiel ein kompletter Kackhaufen zu sein scheint. Das wäre jetzt zu hart. Wenn man ehrlich ist, dann ist Armada kein kompletter Reinfall, nur eine etwas unlogische Ansammlung an Gameplay-Elementen. Die Spielmechanik funktioniert im Grunde sehr gut und wenn man nur eine Stunde oder so spielt, dann macht das Spiel wirklich sehr viel Spaß. Man darf eben nicht den Fehler machen und zu lange spielen, denn dann entfaltet sich eine gähnende Langeweile. Und da es ja im Prinzip im Kern ein halbherziges Rollenspiel ist, darf man sich sogar auf Nebenmissionen freuen. Also, in gewisser Weise, denn so wirklich pralle sind sie auch wieder nicht. I'm on an important mission. Please help protect my ship. Ab und an empfängt man ein Notsignal, das ein verbündetes Schiff ausgesendet hat. Man fliegt hin, zerstört die Aliens und erhält ein kleines Taschengeld und das war am Ende auch schon alles. Es gibt da noch ein Ding, das die komplette Langeweile rettet. Armada war zwar als Online-Multiplayer-Spiel geplant, aber leider platzte dieser Traum wie erwähnt schon während der Entwicklung. Um aber trotzdem etwas mehr Spielerspaß zu haben, hat man zumindest einen Koop-Modus eingebaut, damit man wenigstens mit drei Freunden zusammen Aliens platt machen kann. Metro 3D hatte damals versprochen, dass man dann mit dem zweiten Teil alles richtig machen möchte und dann einen echten Online-Modus in das Spiel einbauen wird. Aber leider wurde der Nachfolger schon während der Entwicklung in die Tonne geworfen und erblickte nie das Licht der Welt. Armor repaired. Die Grafik trägt nur wenig zur Atmosphäre bei. Die ist jetzt mehr solaler und eher mittlerer Durchschnitt. Auch hier hatte man für den zweiten Teil versprochen, dass man dann alle Weltraumschlachten in 3D und bombastischen Grafiken erleben durfte. Aber wie gesagt, einen zweiten Teil gab es nie. Und der Sound? Normalerweise würde man in einer Weltraumoper einen bombastischen Soundtrack erwarten, der enorm viel zur Atmosphäre beiträgt und den Spieler mit einer ordentlichen Portion Adrenalin versorgt. Auch hier ist Armada sehr, sehr schüchtern. Die restlichen Effekte sind aber ziemlich gut gelungen und machen das Piu-Piu-Piu mit all den Explosionen relativ anständig und man erhält tatsächlich ein wenig den Eindruck, dass man sich in einer hitzigen Schlacht befindet. I can supply you with power. Come talk to me whenever your ship is damaged. I will repair your ship. Trotz all der schlechten Kritik ist Armada doch ein recht unterhaltsames Spiel, das leider in sich oft wiederholende Missionen verpackt ist und keine besonderen Details aufweist. Diese Wiederholung hat das Spiel leider so sehr verdorben, dass sich schon damals kein Schwein dafür interessiert hat. Das viel Schlimmere an dem Ding ist, dass man uns zwar ein Weltraum-Diablo mit umfassenden Online-Funktionen versprochen hat, aber am Ende war es nur ein Schatten seiner selbst.
You are an effective warrior. I will keep making power. Armada ist technisch ziemlich beeindruckend. Die Schiffsdesigns sind interessant und trotz den vielen Effekten läuft alles sehr flüssig, womit das Spiel wenigstens hier punkten kann. Aber der Rest ist leider ziemlich öde. Zu schade, dass es nie einen Nachfolger gab. Denn ich hätte wirklich gerne gesehen, ob man am Ende auch wirklich alle Visionen umsetzen hätte können, um dann ein handfestes Weltraum-Diablo zocken zu können. Aber das bleibt bis heute ein Wunschtraum. I once engaged the Marauders. They are fierce and persistent. Some of the Armada entities are more than... The Armada unit that is attacking our station... Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.